Ja, die ehemalige Postsiedlung hat Farbe gekriegt. Alles ist gemacht worden, die Balkone, die Häuser. Ja, hier der ehemalige Spielplatz. Da stand mal früher ein Klettergerüst. Da oben, wo jetzt die Tischtennisplatte ist, da lag ein Baumstamm mit Gummireifen, da konnte man durchklettern. Ja, und da in etwa stand mal eine Rutsche. Genau hier vorne stand das Klettergerüst, dahinter stand die Rutsche. Vom Klettergerüst bin ich mal runtergeflogen. Da habe ich mir Ellbogen gebrochen. Tja. Und die Bäume, die hier stehen, die waren damals ganz klein. Die sind frisch gepflanzt worden. Und die ersten Erinnerungen habe ich da vorne mit dem Sandkasten. Da habe ich drin gesessen mit meinen Schwestern. Ja, da war ich 4. Und hier die Wiese. Da sind wir im Winter runtergefahren mit dem Schlitten. Und man sollte nicht glauben, hier lag richtig Schnee. Teilweise hat es auch geschneit, während wir hier Schlitten gefahren sind. Wir waren pitschenass und durchgefroren und wollten trotzdem nicht nach oben. Ja, da sind wir bis da unten runtergefahren und dann wieder nach oben. Oder wir sind hier hinter den Häusern gefahren, den Berg runter, bis da unten zur Hubertstraße. Das konntest du damals noch machen. Die Leute hatten ja kaum Autos. Heute undenkbar. Undenkbar. Also nicht nur, weil wir nicht mehr genügend Schnee haben, sondern weil mittlerweile so viel Verkehr ist, dass die Kinder totgefahren würden. Keine Chance. Aber das war damals anders. Und als ich hier hingezogen bin, da war hier oben ein riesengroßer Lehmberg. Da war unser erster Spielplatz. Und dann stand hier noch eine dicke Raupe. Die ganze Anlage gab es ja noch nicht. Hier. Nix gab es. Nur die Häuser. Und die waren teilweise noch nicht fertig. Auf der einen Seite waren Häuser fertig, da sind wir eingezogen. Und andere Häuser sind noch gebaut worden. Und hier war ein riesiger Lehmberg. Und da stand eine große Planierraupe. Eine Caterpillar, werde ich mein Leben nicht vergessen. Wie ich dann staunend die Geräusche, die die gemacht hat, die Kraft mit den Ketten, wenn die hierher gefahren ist, das war richtig beeindruckend. Ja, und das kann man sich ja vorstellen, wie wir Kinder ausgesehen haben, wenn wir auf dem Matschberg, das weiß ich noch, das war so richtig so mit Eisen, so roter Lehm. Ich sah aus wie Sau, wenn ich nach oben gekommen bin. Aber ja, da an der Mauer haben wir immer Verstecken gespielt. Ne? Da in der Ecke an der Mauer, hat dann einer gezählt. Und die anderen haben sich versteckt und der musste dann oder sie, je nachdem, suchen. Und da unten auf dem Parkplatz, das wäre heute auch nicht mehr möglich, weil viel zu viele Autos da stehen. Da stand ja damals kein Auto. Die hatten ja alle keins. Da haben wir dann Völkerball gespielt, die Mädchen haben Gummitwist gespielt oder Seilchenhüpfen. Ja, so war das. Ne? Teilweise auch Fußball oder hier Federball und solche Sachen. Ja, und da unten standen auch zwei Bänke. Da haben dann die Eltern teilweise gesessen mit den kleinen Kindern. Ja. Fast 60 Jahre her. Ja. Das war's erstmal. Aber schöne Erinnerung.